kommen so drüber. Willkommen bei Fit im Übermorgen. Okay. Willkommen bei Fit im Übermorgen. Wir haben heute Leute befragt über faire Kleidung. Wir möchten sie fragen, auf was sie bei Kleidung so achten. Also etwas, was ihr nicht macht. Auf Qualität schauen. In erster Linie, dass es mir gefällt. Auf Qualität, dass es sich nicht sofort auswäscht. Bei euch ist es anders. Ihr zieht mal zweimal, dreimal an und dann weg. Und das gibt's nicht. Der Rock ist mindestens 20 Jahre alt. Dass er mal gut ausschaut und dass er preiswert ist. Dass es nicht allzu teuer ist. Ich will immer wie ein Lehrer ausschauen. Dass sie gut sitzt und dass es irgendwie passt zu mir. Dass sie mir gut steht. Also es sollte gute Qualität sein. Also ich schaue immer auf die Vernähung und natürlich auch, wie es hergestellt wird. Also ich kaufe auch nicht bei H&M. Ich versuche auch immer, gebrauchte Klamotten zu kaufen, weil die Kleiderproduktion nicht mehr so gut ist heutzutage. Auf die Größe, auf die Farbe, auf den Schnitt. Achten Sie vielleicht auch drauf, zum Beispiel, ob es fair also gemacht wurde? Selten. Zu selten. Was verstehen Sie unter faire Kleidung? Ja, faire Kleidung verstehe ich darunter, dass sie fair produziert wird. Dass die Leute, die die Kleidung produzieren, herstellen, nicht ausgebeutet werden. Ja, das ist natürlich wichtig, ganz klar. Dass die also nicht von Kindern hergestellt wird und zu einem billigen Lohn, wovon die Leute nicht leben können, die die Kleidung herstellen. Würde ich auch nicht kaufen. Dass man die ganzen Firmen wie H&M, der macht ja das auch mit, ne, wo die Kinder die Arbeit machen, den seinen Laden schließen. Ihr jungen Leute, ihr habt ja nicht so das Geld, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt einen Rock für 60 oder 80 Euro. Das ist wahrscheinlich dann aus Materialien hergestellt, die aus fairem Anbau kommen und unter Umständen verarbeitet, die halt auch menschenwürdig sind und nicht irgendwie in irgendwelchen Sklavenfabriken genäht. Also dazu kann ich nichts sagen. Wenn es fair produziert ist, ist jeder, dass jeder Geld bekommt. Dass halt diejenigen, die das produziert haben, halt nicht irgendwie ausgebeutet werden. Natürlich sollen die nicht von Kindern gemacht sein und auch faire Löhne bezahlt bekommen, die Leute, die die Kleidung herstellen. Und am besten sollen auch keine süßen Hündchen für Felle getötet werden. Das wäre super schade. Faire Kleidung ist für mich, wenn der Hersteller einen fairen Preis bekommt, also die Näherinnen in den Fabriken unter fairen Arbeitsbedingungen arbeiten dürfen und auch dann einen fairen Preis bekommen. Kleidung, die produziert wird, ohne dass Hungerlöhne dafür gezahlt werden, die produziert wird unter sicheren Arbeitsbedingungen. Und was halten Sie von fairen Produkten? Es ist auf jeden Fall unterstützenswert. Finde ich sehr gut, achte ich auch selber drauf, wenn ich Kaffee kaufe oder Milch. Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, ich schminke mich jetzt nicht, zum Beispiel, weil jetzt ein Kind so das hergestellt hat? Nein. In dem Sinne eigentlich schon eine gute Sache, sage ich jetzt mal. Ich finde faire Produkte sehr wichtig. Ich glaube aber, dass es viel zu wenige gibt. Es gibt kaum Geschäfte, wo ich wirklich faire Produkte einkaufen kann. Für die Hersteller und die Arbeiter muss die Bezahlung stimmen. Aber es sollte auch dann auf gute Produkte, also auf Bioprodukte geachtet werden. Kommt drauf an. Also bei Kaffee zum Beispiel, kaufe ich eigentlich nur faire Produkte. Wenn der Hintergrund stimmt, wir werden ja so belogen und beschissen auf Deutsch gesagt, dass wir sowieso nicht die Wahrheit erfahren. Bio, 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 Bio. Dabei ist das alles gar nicht Bio. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt es in die Kommentare.